Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial der Pro Roller Hockey League. Im heutigen Video zeigen wir euch unsere Teammanagement-Software Hockey Shift und wir zeigen euch, wie ihr bestehende Spieler editieren könnt, neue Spieler hinzufügen könnt, aber auch die Zeitnahme für euren Heimspieltag macht. Öffnet zuerst den Browser, denn es handelt sich um eine browserbasierte Version und geht auf die URL admin.hockeyshift.com. Hier könnt ihr euch jetzt mit euren Teammanager-Zugangsdaten einloggen. Aber Vorsicht, es sind die Teammanager-Zugangsdaten, nicht die Spielerzugangsdaten, die ihr benötigt, um Teil der Liga zu werden. Klickt auf Login und nun öffnet sich das Interface, was eurem jeweiligen Account zugeordnet wurde. Schauen wir uns den Bereich Teams an. Euch wird auffallen, dass ihr auf alle Kader zugreifen könnt. Das ist so gewollt, das muss bei der App so sein, denn wenn ihr ein Spiel in der Zeitnahme erfasst, müsst ihr in der Lage sein, auch kurzfristig am Spieltag Änderungen vornehmen zu können. Schauen wir uns mal zum Beispiel einen Kader an. Ihr habt hier eine Übersicht mit den Einzelspielern und mit verschiedenen Einstellmöglichkeiten. Als allererstes könnt ihr Einstellungen vornehmen, was global euer Team betrifft, also sprich Website bedeutet, das ist eure Außendarstellung zur Webversion, was der Zuschauer sieht. Ihr könnt hier ein Teambild hinzufügen, ihr könnt hier verschiedene Details ändern in Sachen Farben, aber auch wie gesagt euren Kader bearbeiten. Ihr könnt Einzelspieler bearbeiten, indem ihr draufklickt und könnt dann hier ein Foto hochladen, was ganz wichtig ist, dass es das Format 1:1 hat, damit es später halt auch auf der Webseite richtig angezeigt wird. Und als Hero-Foto eignet sich am besten zum Beispiel das Team-Logo. Über Biografie könnt ihr dem Spieler noch verschiedene Kommentare zufügen und in der Übersicht nehmt ihr weitere Einstellungen vor. Ihr könnt zum Beispiel die Rückennummer ändern, was sich global auf die gesamte Saison auswirkt. Ihr könnt aber auch später im Spielbericht Einstellungen vornehmen, die gerade interessant sind, wenn ein Team Trikots hat mit wechselnden Nummern und die keine feste Zuordnung haben. Ihr könnt über das Dropdown-Menü hier auch zum Beispiel die Position des Spielers auswählen. Ihr könnt ihn auf inaktiv setzen, falls er verletzt ist. Ihr könnt ihn zum Teammanager auswählen, aber auch über More, zum Beispiel als Kapitän oder Assistent. Unterhalb seht ihr ein leeres Feld. Hier könnt ihr jetzt neue Spieler hinzufügen. Und das Programm speichert alle Änderungen automatisch. Ihr braucht keinen separaten Speicherknopf drücken. Klickt auf Add und wie gesagt, hier oben steht jetzt Save und alle Änderungen sind drin. Falls ihr einen Fehler gemacht haben solltet, kein Problem, klickt auf den Spieler und ihr könnt hier alle Änderungen vornehmen. Ihr könnt den Spieler auch rechts außen löschen, was allerdings auch Auswirkungen auf seine Scoring-Werte hat. Also das Spielerprofil wird dann vollständig gelöscht, also Vorsicht mit diesem Knopf. Über den Spielplan könnt ihr jetzt die Zeitnahme starten. Ganz wichtig, bevor das Spiel beginnt, klickt ihr hier vorne in der Statusleiste auf In Progress, damit sich auf der Webseite, wir öffnen einen zweiten Tab und gehen auf die URL prhl.hockeyshift.com und ihr seht jetzt hier oben die Begegnung Kaufung gegen Mannheim. Hier ändert sich jetzt gleich der Spielstatus, dass das Spiel sozusagen in Bearbeitung ist. Und diesen Link könnt ihr auch nehmen und zum Beispiel auf euren sozialen Medien posten, damit die Zuschauer alle Änderungen, Tore, Strafen und den jeweiligen Status live mitverfolgen können. Nachdem ihr das umgestellt habt, könnt ihr hinten über Score nun den Kader bearbeiten, der am Spiel teilnehmen soll. Klickt den oberen Haken an, damit alle Spieler ausgewählt werden und automatisch dem Spielbericht hinzugefügt werden. Wir empfehlen, nochmal bevor das Spiel startet, alle Spieler runterzunehmen, die nicht am Spiel teilnehmen. Hier ist zum Beispiel eine Nummer doppelt. Wie gesagt, ihr könnt jetzt hier Spieler runternehmen. Ihr könnt oben den Goalie auswählen. Alle Änderungen werden, wie gesagt, live mitgenommen. Und über Continue to Score könnt ihr jetzt das Spiel starten. Hier sind die meisten Funktionen selbsterklärend.
ihr habt in der Mitte die Uhr. Ihr habt drei Hauptbuttons für das jeweilige Heim- und Auswärtsteam mit Tor, Strafe und Goalie Save. Und in der Mitte die Zusatzfunktion, wenn es zum Shootout kommt, wenn ein Goalie gewechselt wird oder wenn ein Penalty Shot ausgesprochen wird. Über die Leertaste oder über die grüne Starttaste könnt ihr jetzt die Uhr starten und die Perioden und die Zeit ist pro Division schon voreingestellt, ebenso die Overtime. Klickt auf Start und die Uhr beginnt zu zählen. Wenn ihr eine Strafe anklickt, stoppt die Uhr automatisch. Sollte ein Tor fallen, müsst ihr die Uhr manuell stoppen. Gehen wir davon aus, eine Strafe ist gefallen. Der Schiri sagt euch an, dass der Spieler mit der Nummer 40 eine Strafe, eine 2-Minuten-Strafe für Halten bekommen hat. Und hier springt der Haken automatisch auf Powerplay, klickt auf Save und der Punkt geht auf Grün. Das signalisiert euch wieder, dass alle Änderungen automatisch gespeichert wurden. Sobald angepfiffen wird, klickt ihr wieder auf Start und jetzt könnt ihr alle weiteren Änderungen vornehmen, wenn zum Beispiel ein Tor gefallen ist und der Schiri sagt euch an, 35 Tor, Assist 66, Secondary Assist 72, müsst ihr natürlich jetzt, weil wir uns an einem Powerplay befinden, dran denken, auf PP für Powerplay oder andersherum, wenn die gegnerische Mannschaft ein Tor geschossen hätte, auf Shorthanded Goal zu klicken. Das ist der Punkt, an dem ihr nachdenken müsst. Alle Änderungen wurden vorgenommen. Das Spiel geht weiter. Zwischendurch könnt ihr, wie gesagt, die Goalie-Statistik erfassen, falls ein Schuss gefallen ist und der Goalie hat gehalten. Klickt einfach auf Goalie Save. Entsprechend oft ihr dann halt bei Home auf Goalie Save klickt, desto höher geht dann halt bei dem gegnerischen Team die Shots nach oben. Das ist ganz interessant, damit wir später nach dem Spiel auch nachvollziehen können, wie die Quote der Goalies ist. Sobald das Spiel abgeschlossen ist, ist es wichtig, dass ihr in der Mitte den jeweiligen Status anwählt, wie zum Beispiel dann Final oder Final Overtime, je nachdem welcher Status gerade erreicht ist und in welcher Periode wir uns befinden. Oben könnt ihr noch ein paar andere Einstellungen vornehmen. Ihr könnt über Notes, zum Beispiel Public Notes, schreiben. Das sind jetzt alle Änderungen, beziehungsweise alle Informationen, die dem Zuschauer über die Hauptseite zugespielt werden. Das dauert ein paar Sekunden, bis es auf der Hauptseite übernommen wird, auch mit dem Ergebnis. Das muss zwischendurch auch mal aktualisiert werden. Das ist kein Echtzeit-Live-Ticker. Sondern wie gesagt, das dauert ein paar Sekunden, bis alles übernommen wird. Ihr könnt hier oben auch noch die Offiziellen auswählen, also die Schiedsrichter, die jetzt an dem Spiel teilnehmen. Und sobald das Spiel abgeschlossen wurde, könnt ihr über Stars dann die drei Stars festlegen, welche euch von dem Schiedsrichter mitgeteilt wurden. Ich gehe jetzt aus Zeitgründen die ganzen Tore und Strafen nicht weiter im Detail durch. Das ergibt sich dann automatisch im Spiel, was der Schiedsrichter euch ansagt. Wir klicken auf Final, um das Spiel abzuschließen und schauen jetzt mal in der Übersicht. Das Spiel wurde jetzt hier wie mitgeteilt abgeschlossen. Ihr könnt den Status nicht mehr verändern, ihr könnt im Nachhinein keine Ergebnisse mehr bearbeiten. Das Einzige, was jetzt noch gemacht werden kann, ist über GS ein Gamesheet kann aufgerufen werden. Das könnt ihr euch für eure Unterlagen speichern oder ausdrucken. Hier sind alle Details drin, was im Spiel passiert ist, inklusive des gemeldeten Kaders. Und das war's. Solltet ihr Fragen haben, sprecht uns einfach an. Ansonsten wird in den kommenden Tagen eine Frage-Antwort-Stunde über Discord stattfinden, wo ihr nochmal Details erfragen könnt. Bis dahin bleibt gesund und bis die Tage.